Hallo und herzlich willkommen beim Kautra. Mein Name ist Roger. Heute geht es weiter mit Türchen Nummer 20 vom Adventskalender. Mal schauen, was es heute Feines dabei hat. Das kommt weg. So. Johnny Walker, Blue Label, Ghost and Rare, Glen Ury Royal. Blended Whisky, 43,8 Volumenprozente. So, Johnny Walker ist ja bekannt als Produzent von Blended Whiskys. Und diese Ghost and Rare Serie, die blaue Blue Label, da gibt es immer wieder neue Abfüllungen mit veränderten Zusammensetzungen. Und dieser hier ist jetzt mit dem Glen Ury Destillat unter anderem und 7 weiteren Destillerien wurden zusammen vermengt zu diesem Blend. Also es hat auch Grain Whiskys dabei, aber auch dieser Glen Ury. Und diese Glen Ury Destillerie wurde 1983 stillgelegt. Und wurde danach auch komplett abgerissen. Ein paar Sachen wurden umgebaut zu Wohnhäusern, aber von der Distillerie selbst ist nichts mehr vorhanden. Es gibt auch extrem wenig original abgefüllte Glen Urys. Also wenn ihr einen zu Hause habt, dann ist der wahrscheinlich sehr viel wert. Ich selbst hatte noch nie was von Glen Ury im Glas, auch nicht in, also vielleicht in einem Blend, aber da stand es dann wohl nicht drauf. Hier steht es drauf, dafür kostet die Flasche auch 300 Euro. Also ein Premium Whisky von Johnny Walker. Johnny Walker selbst ist ja nicht so mein Fall, also den Red kenne ich und den finde ich gar nicht gut. Den Rest habe ich jetzt noch nicht groß probiert. Ich habe gehört, der Green 15-Jährige soll sehr gut sein. Das ist ja ein Blended Malt Whisky. Der soll wirklich gut sein für sein Geld. Und sonst, ja, den Johnny Walker Blonde hatte ich noch. Der war gar nichts. Ja. Vielleicht noch den Gold Label, den hatte ich mal, aber der war auch nicht so speziell. Nichtsdestotrotz widmen wir uns jetzt diesem Schätzchen hier. Ich hoffe mal, der kann etwas mehr bieten. Sofort kriege ich Orangennote. So eine Blutorange. Mit Gewürzen. Aber diese Orange ist wirklich extrem dominant. Alkohol ist leicht spürbar in der Nase, also leicht kühlend, so Minze, mentholig. Vielleicht noch ein wenig karamellig. Aber diese Blutorange ist wirklich dominierend. Im Geschmack. Zuerst weich und dann setzt die Holzwürze ein, also eine richtig krasse Würzigkeit, holzig, nussig ein wenig,
Dann kommt so Kaffee, Schokolade, Bitterschokolade in diese Richtung. Erwärmt auch, also ich merke ihn jetzt richtig in der Speiseröhre, wie er runtergeht. Ja. Der ist nicht schlecht, ja? Der gefällt mir. Ist der 300 Euro wert? Nein. Jetzt habe ich diese Würzigkeit und das Karamell auch in der Nase. Noch mehr. Die Blutorange ist ein wenig gewichen, aber schon noch da. Also eine feine Nase, gefällt mir. Ist auch ein wenig süß. Ja, es ist wirklich sofort beim Runterschlucken, setzt sofort diese Würzigkeit ein, die dann ins leicht bittere Kaffee, Schokoladenartige übergeht. Die Holzwürze, Kräutrigkeit. Süß ist er gar nicht im Geschmack. Ich gebe jetzt noch ein wenig Wasser bei. Mal schauen, ob sich da noch was verändert. Jetzt wird er noch ein wenig weicher. Ja, hat sich nicht viel verändert. Also, der ist wirklich gut gemacht. Das ist ein schöner Blended Whisky. Aber sicher nicht 300 Euro wert. Würde ich niemals zahlen dafür. Auch wenn hier eine Lost Distillery vertreten ist. Ich hoffe mal, sie haben auch den größten Teil davon mit diesem Whisky gefüllt und nicht nur so einen Teelöffel und dann Glenn Royal draufgeschrieben. Aber ja, da weiß man halt nicht, wie der Anteil der Fässer aufgeschlüsselt ist bei so einem Blend. Da kann alles Mögliche drin sein und noch so ein Teelöffel von diesem und dann kann man Glenn draufschreiben und alle finden es toll. Und da ich noch nie einen Glenn im Glas hatte, kann ich jetzt auch gar nicht sagen, genau das erinnert mich daran. Das geht leider nie. Tja, nichtsdestotrotz, schöner Whisky. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr den auch schon im Glas hattet, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Türchen wieder. Ciao!